Die Dresdner Zukunftsstadt ist ein transformatives und transdisziplinäres Forschungsprojekt. Gleich zu Beginn standen wir dann aber vor der Frage, was bedeutet das eigentlich für die Praxis? Mit wem müssen wir diesen Prozess starten? Wen brauchen wir dafür? Was ist unsere Rolle als Begleitforschung? Und mit wem müssen wir vielleicht auch welche Vereinbarungen treffen? Im Reallabor Zukunftsstadt haben wir in den letzten 3 Jahren 10 Transformationsexperimente umgesetzt und wissenschaftlich begleitet. Wir konnten dabei ganz viele Erfahrungen sammeln, haben Fehler gemacht, aus denen wir lernen konnten und haben jetzt einige Antworten gefunden auf die Fragen, die wir uns am Anfang gestellt haben, zum Thema transdisziplinäre und transformative Forschungsprozesse. Eine wichtige Erfahrung, die wir gemacht haben, bezieht sich auf Ungewissheiten im Forschungsprozess. Es ist ein experimenteller Ansatz, ein Reallabor mit einem offenen Ende. Dabei ist es völlig klar, dass es Ungewissheiten gibt für uns Forschende sowie auch die ProjektpartnerInnen. Allerdings haben wir gelernt, dass es einen geschützten Raum braucht, um das aufzufangen, zu reflektieren und dann eben auch für diese emotionale Ebene der Zusammenarbeit. Die gemeinsamen Erfahrungen aus der Dresdner Zukunftsstadt haben wir für Sie gesammelt und aufbereitet. Dafür haben wir einen Werkstattkoffer erstellt. Als WissenschaftlerInnen finden Sie dort Werkzeuge zur Planung und Umsetzung eines transdisziplinären und transformativen Forschungsprozesses. Welche Rollen brauche ich in einem transdisziplinären Forschungsteam? Wie starte ich mit Akteuren aus Wissenschaft, Kommune und Zivilgesellschaft ein Reallabor? Der Werkstattkoffer bietet Ihnen praktische Tipps und Inspirationen für transdisziplinäre und transformative Forschungsprozesse. Klicken Sie sich doch einfach mal rein.